Ein Jude zog in eine sehr katholische Gegend. Und jeden Freitag wurden die Katholiken sehr nervös, weil während die Katholiken sich ihren Fisch schmecken ließen und Buße taten, haut der Jude sich die richtig schönen fetten Rindersteaks auf die Pfanne und brät und das ganze Dorf riecht nach Rindersteak und das kommt natürlich nicht gut bei den Katholiken an. Jetzt überzeugen sie ihn, dass er doch übertreten soll zum Katholizismus. Gesagt, getan, nach viel Schwatzerei willigt der Jude ein und wird dann getauft. Von wegen geboren als Jude, aufgewachsen als Jude und jetzt ein Katholik. So schön, so gut. Nächsten Freitag kommt jetzt das zu Folgendem. Und zwar merken die Dorfbewohner, das riecht schon wieder nach Rindfleisch. Wie kommt das? Gehen beim Juden vorbei, nein, gehen beim Katholiken vorbei und sehen da, wie er das Rindfleisch besprenkelt und sagt, geboren als Rind, aufgewachsen als Rind und jetzt ein Fisch.